Hallo, hier ist die Petra von Petras Bastel News und heute zeige ich euch mal, wie ihr so eine Winterlandschaft auf ein Schild drauf malen könnt. Und zwar nehme ich jetzt ganz viel Weiß mit, so ganz bisschen kam vom Blau. Mache erst einmal da oben ein bisschen einen Himmel. So, das mache ich jetzt gleich mit dem Schwämmchen, weil das geht dann am besten. Dann machen wir da unten jetzt erstmal nur weiß, dass wir erstmal Grundfarbe haben. Dass unser kleiner Dicker dann nicht Schlitten fahren kann. Dann nehme ich jetzt ein bisschen das so für den Braun, also wirklich nur so einen Hauch drauf. Mache jetzt erstmal da unten ein bisschen das Weiß. Ups, bleibst du da. Und dann mache ich nochmal ganz kleines bisschen davon vom Dunkelgrün rein. Aber auch wirklich nur so ganz wenig, sodass wir da jetzt erstmal so ein bisschen haben. Und dann machen wir mal nochmal gescheit die Horizontlinie da oben. Dass wir wissen, wo unser Horizont geht. So, und mit der anderen Seite machen wir noch ein kleines bisschen mehr Blau. Dass das nicht so groß ist, da. So dass wir jetzt erst einmal einen Hintergrund haben. Ja? Und dann gehe ich her mit dem Pinsel und nehme jetzt einfach ein bisschen, warte mal, ich soll das ein bisschen rüberrutschen und setze es ja besser, ein bisschen dunkelgrün und ein bisschen hellgrün miteinander so drauf. Ja? Und dann gehen wir jetzt erstmal her, machen wir da mal ein paar Baum. So, machen wir ein paar Tannenbaum. Tupfe jetzt einfach nur so. So, passt. Nummer 1 sitzt. Und dann machen wir da nochmal an hier. Machen wir mal ein bisschen schmälern. Ein bisschen mehr von den Hellen mit rein. Also, so können Sie es jetzt machen mit dem Pinsel. Ja? Dann werden sie ein bisschen gleicher. Ich zeige es euch jetzt aber auch, wie Sie es mit dem Schwämmchen machen können. Und zwar gezerrt jetzt die zwei Farben da drauf machen. Und dann fangen wir jetzt einfach mal so an und dann drehen wir das Schwämmchen allebei wieder. So. Das sind die Wüstenbäume. So. Jetzt geben wir da mit dem Pinsel immer noch ein bisschen Ausgleicher, so dass wir jetzt erst wieder ein bisschen so eine Baumgeschichte haben. Irgendwas hängt da drum. Und dann haben wir eine Tannenbaumreihe. Jetzt müssen wir natürlich den vorderen wieder ummalen, weil sonst schaut das blöd aus, wenn der da so ist. Wenn die da anders sind. Dann haben wir mal da so ein bisschen Tannenbaum hingemalt. Und dass das nicht ganz so einfach ausschaut, dann machen wir jetzt da ein bisschen so Stiele mit rein. Man sieht dann nachher nicht mehr viel von dem Ganzen. Das ist jetzt nur, dass wir ein bisschen einen Hintergrund haben und dann geht es einfach her und jetzt mit dem Pinsel einmal da entlang fahren, sodass das ein bisschen da runter geht. Dann können wir ein bisschen so ein Wegerl noch her machen. Da auch noch ein bisschen. Und dann gehen wir jetzt, wir wollen da die noch ein bisschen ausarbeiten. Dass wir die ein bisschen mal den einen oder anderen einfach ein bisschen absetzen. Da ist unser Pinsel fast zu schön dafür. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen so einen abgrenzten nehmen. Da ist der. Also die, wo so die Hose sträumen, die sind ja immer super geeignet dafür. Machen wir nämlich jetzt ein bisschen einen weißen Schnee noch drauf. Dass die nicht zu grün sind. Das tupfen wir jetzt einfach ein bisschen. Und dann können wir da gleich noch ein bisschen Schnee reinmachen. Und schon haben wir da schöne Tannenbäume gezaubert.
So, das schaut euch mal im Bob Ross an, macht einmal ein bisschen tipp 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 hier, ein bisschen tipp 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 da und schon ist das fertig, das Zeug. So, also jetzt haben wir da mal sauber ein Ding, jetzt brauchen wir da hier oben natürlich noch ein bisschen Schnee, sonst wäre uns das zu grün. Und das tue ich jetzt einfach nur mit dem Weiß machen und da ein bisschen so die Landschaft zählen. So, jetzt schauen wir mal, wie das drauf sieht. Da kommt jetzt unser Schlitten her, da kommt der dicke Mops drauf. Dass der jetzt da oben bleibt, dann nehmen wir jetzt einfach aus dem Dosel ein Sternerl oder was. Ups. Und dann können wir nämlich den da unterkleben. Das machen wir jetzt gleich mal schnell. Also wenn es irgendwas aufheben ist, dass das gerade aufliegt, dass man nachher auch vernünftig kleben können, dann wirkt er natürlich viel plastischer, wenn er jetzt irgendwo draufsteht. Da kommt da vorne unser Rudi her, der zückt ihn und dann tun wir da oben unser frohe Weihnachtenschild. Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, aber was, das machen wir rot. Hätte ich ja gesagt. Das schaut richtig schön aus dazu jetzt. Ja. Und dann nehmen wir jetzt ganz schnell ein bisschen Schwämmler. Jetzt haben wir ihn da. Und dann machen wir da das Rot, das Schild. Das könnt ihr jetzt ganz einfach machen. Einfach eintauchen, gut einsaugen lassen. Und dann ziehen wir das da so rüber. Da könnt ihr es auch so ein bisschen betupfen, wenn ihr euch unsicher seid. Ja. Und ein bisschen recht gar nichts. So, da haben wir hinten auch keine Farbe mehr drauf. Und dann können wir es eigentlich alles zusammenkleben. Könnt jetzt natürlich das auch ein bisschen dunkler machen und dann ein Sternchen drauf, aber unsere Fahrt jetzt einmal im Dock spazieren. Dann wünschen wir euch viel Spaß beim Basteln. Ich klebe das jetzt noch fest, drehe es euch auch nochmal um, dass das nochmal gescheit seht. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Machen.